Punkt 3, Punkt 6, Punkt 2. Sexualität im 16. und 17. Jahrhundert. Vor Beginn dieser Epoche kam ein herausstechender Trend der Männermode auf, 972. Der Schamkapsel, auch Hosenbeine oder Beinlinne genannt, 973. Es handelt sich um etwas, das man heute wohl als Sackschutz bezeichnen würde und offen nach außen getragen wurde, 974. Auf berühmten Gemälden ist er noch heute zu sehen, etwa bei dem Gemälde Bauernhochzeit, 975. Ebenso ließen sich Kaiser mit diesem hervorstechenden Accessoire zeichnen, der das männliche Geschlecht betonte, 976. Diese Mode prägte sich vor allem in England, Frankreich und Spanien, 977. Zeigte sich erstmals im 14. Jahrhundert. Ihr Ende fand sie im 16. Jahrhundert, 978. Zu dieser Zeit wurden zahlreiche Künstler durch besonders frivole Gedichte bekannt, 979. Ihre Werke wurden oftmals später verboten, 980. Einer von ihnen war der Niederländer Matthijs van der Merwede, Herr von Klootwijk aus Dordrecht, 981, 982. Erschreckender aber einer seiner römischen Triumphe, 983, 984. Ein Mädchen von 12 Jahren, vielleicht jünger, 985. Heutzutage macht uns auch der medizinische Rat, den Van der Merwede in Italien erhielt, als er sich eine Geschlechtskrankheit zuzog, nur schaudern, 986. Er sollte sich laut des konsultierten Arztes bloß ein jungfräuliches Mädchen nehmen, 987. Rat gebe er für ein besseres, aber vor allem anständiges Geschlechtsleben, 988, gab es auch zu dieser Zeit, 989. Einzig erlaubt war die Missionarsstellung, 990. Auf eine obligate Einleitung, in der die Verfasser bedauerten, dieses unanständige Thema behandeln zu müssen, folgten dann detaillierte Beschreibungen unerlaubter sexueller Handlungen, 991. Straßenprostituierte im frühneuzeitlichen Amsterdam sahen den Wunsch eines Kunden, mit der Hand befriedigt zu werden, als so abartig an, dass sie solche Personen manchmal bei den Autoritäten anzeigten, 992. Allerdings muss es auch das Gegenteil gegeben haben und eine Stadt, in der dies ausdrücklich gelebt wurde, nämlich Florenz, 993. Gab sogar den gebräuchlichen Ausdruck Florenzen, 994, welcher für widernatürlichen Verkehr stand, 995. Ansonsten gab es aber andere oder keine Begriffe für diese biologische Gegebenheit, 996. Die vormoderne Sexualität war ganz etwas anderes als die moderne Sexualität, 997. In gewissem Sinne könnte man sagen, es gab vor der Moderne keine Sexualität, da das Wissen und Erleben der Körperlichkeit viel mehr umfasste als das, was man heute unter Sexualität versteht, 998. Diese Körperlichkeit schwankte zwischen Mäßigung und Selbstbeherrschung einerseits und Hedonismus und Kontrollverlust andererseits, 999. Das hatte mit dem Wissen über den Körper zu tun und es hatte mit Religion zu tun, aber offensichtlich auch mit den unterschiedlichen Begierden der Menschen. 1000.
Unsere heutigen Etiketten passen nur schlecht auf die damaligen Kategorien, auch wenn sich seit dem 17. Jahrhundert Veränderungen einstellten, die schließlich zu unserer modernen, auf Identitäten basierenden Sexualität führten. 1001. Fraglich ist, ob in früheren Jahrhunderten alles so heiß gegessen wurde, wie es gekocht wurde. 1002. 1003. Sicher gab es Menschen, die sich um einige Regeln nur wenig scherten. 1004, 1005. Wenn auch viele diese Angst vor der schiefen Ebene teilten, werden die meisten Menschen gelernt haben, mit ihren Defiziten auf diesem Gebiet zu leben. 1006. Denn so sehr ein jeder auch versuchte, sich zu beherrschen, so werden viele doch von der Mehrwedes Ansicht geteilt haben, dass Sex etwas war. 1007, den ein Mann so wenig kann missen wie 1008, nicht jeden Tag zu pissen. 1009, als passendes zusätzliches Unterhaltungselement für diesen Unterpunkt dient ein Werk aus dem Anhang Musikproduktionen. Mit dem Unterpunkt 19 und dem Titel Der Sackschutz des Kaisers. Anhang Musikproduktionen. Punkt 19. Der Sackschutz des Kaisers. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Knacknow mit dem Titel Erkeuschke. Ich sah es auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den weg in Sacklutz. Er hatte keine Angst vor Tritten, eher vor den Schritten von reifen Frauen. Da soll er seinem Arzt vertrauen. Der Kaiser steht auf Mädchen, auf Hänsel und auf Gretchen. Hauptsache jung und unerfahren, sonst ist er nicht imstande, sich zu paaren. Ich sah es auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den weg in Sacklutz. Ich sah es auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den weg in Sacklutz. Der Kaiser, der hat immer Sex. Das geht so lange, bis er verreckt. Er will nur noch das eine wissen. Und das quält ihn wie das Pissen. Er möchte schnell zu seinem Arzt. Das kostet ein paar Mark. Dann holt er sich die nächste Frau. Hauptsache, sie ist noch Jungfrau. Ich sah es auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den weg in Sacklutz.
Ich sah es auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz, der Kaiser trug Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den weg in Sacknutz.